haben wir uns genau hier in dieser Halle getroffen. Das war unsere Stunde Null. Nichts war uns sicher, außer vielleicht dem Mitleid der Wohlmeinenden und dem Spott unserer Gegner. Hier haben wir aber auch unsere Trauerarbeit beendet. Hier haben wir uns auf einen Weg gemacht, von dem wir wussten, dass er lang, steinig und voller Widerstände sein würde. Genau in dieser Halle im Dezember 2013, liebe Freundinnen und Freunde, haben wir uns von unserer eigenen Ängstlichkeit befreit und den Mut zur Erneuerung gefasst. Und da wurde erwartet, dass wir uns zerstreiten würden. Das überlassen wir anderen. Diese Partei hat sich gesammelt. Es wurde erwartet, dass wir schrill und extrem werden. Das haben wir anderen überlassen. Die FDP ist auch außerhalb des Deutschen Bundestages in jeder Minute ihrer staatspolitischen Verantwortung weiter gerecht geworden. Und es wurde erwartet, liebe Freunde, dass wir die Orientierung verlieren würden. Das haben wir anderen überlassen. Diese Partei hat den starken Grund wiedergefunden, warum wir alle freie Demokraten geworden sind. In einer Zeit, in der der Einzelne abkassiert, bürokratisiert, bevormundet und neuerdings auch wieder bespitzelt wird, in einer Zeit, in der der Einzelne also klein gemacht wird, in dieser Zeit wollen wir den Einzelnen groß machen und nicht den Staat. Liebe Freunde, wenn wir eins gefunden haben seit dem Dezember 2013, dann ist das das Vertrauen in die Menschen, ihr Können, ihr Verantwortungsgefühl. Wir glauben, dass Deutschland seine besten Zeiten noch vor sich hat, dass wir den Wandel nicht fürchten, sondern gestalten können. Wir kennen die Zähigkeit der Menschen, mit Schwierigkeiten umzugehen, und wir glauben, dass sie Technologien im Sinne eines zivilisatorischen Fortschritts unter Kontrolle behalten können. Das ist der German Mut, den wir unserem Land wünschen und von dem es zu wenig hat. Darüber werden wir morgen in der Antragsberatung ja sprechen. Unser Leitantrag hat genau diesen Esprit zum Gegenstand. Auch ich werde in meiner inhaltlichen Rede morgen dazu sprechen. Heute steht die Situation unserer Partei im Vordergrund. Wir können sagen, eine erste Stabilität ist erreicht. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Das Fundament der FDP ist jetzt wieder gefestigt. Auf ihm können wir aufbauen. Wir haben aus unseren Niederlagen gelernt, unseren Überzeugungen zu vertrauen und Motivation zu schöpfen für die nächsten Aufgaben. Liebe Freunde, so konzentriert, wie wir mit unseren Niederlagen umgegangen sind, so konzentriert werden wir jetzt auch mit unseren Erfolgen umgehen. Wir sind nicht hier heute, um zu bejubeln, was schon erreicht worden ist. Wir sind hier, um zu zeigen, was wir uns noch vorgenommen haben. Es ist ein Parteitag der Substanz.
Diesem Bundesparteitag liegen 80 Anträge vor zur Gründungskultur, zum Umgang mit Russland, zur Einwanderung, zur Energie- und Klimapolitik, zur Bildungspolitik, zur Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das Antragsbuch umfasst mehr als 300 Seiten. Das ist ein Beleg für die programmatische Lebendigkeit der Freien Demokraten. Lassen wir die anderen sprechen über unsere kreativen Kampagnen. Lassen wir die anderen spekulieren, was uns noch für Baden-Württemberg, für Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt einfallen wird. Wir beschäftigen uns in den nächsten Tagen mit unseren Antworten in der Sache, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist die Konsequenz aus dem Erfolg, den wir zweimal hatten. Unmittelbar nach der Niederlage bei der Bundestagswahl war jedem klar, dass die erste Aufgabe darin liegen müsste, unsere Organisation zu konsolidieren. Das Defizit im Wahljahr 2013 in unserem laufenden Haushalt hat 4,5 Millionen Euro betragen. Ich habe deshalb noch am Wahlabend Dr. Hermann Solms gebeten, aus seinem politischen Ruhestand wieder in den aktiven Dienst zurückzukehren. Als erfahrener Ratgeber und Bundesschatzmeister ist er mir, ist er auch für die Zukunft der Freien Demokraten unersetzbar. Er, Walter Eschweiler und unser Bundesgeschäftsführer Marco Buschmann, der das Thomas-Dehler-Haus mit spitzem Bleistift und organisatorischem Geschick führt, haben die Finanzen der FDP neu aufgestellt. Wir werden im Jahr 2017 als Bundespartei wieder über die gleichen Kampagnenmöglichkeiten verfügen wie 2013 als Regierungspartei. Bereits im Jahr 2014 hat die Bundespartei einen operativen Überschuss von 1 Million Euro erzielt. Das ist eine beeindruckende Managementleistung. Liebe Freunde, wir zeigen im eigenen Haus, was wir auch dem Staat empfehlen: mit weniger Geld besser wirtschaften. Es geht, ganz offensichtlich. Im Dezember 2013 haben wir angekündigt, die innerparteiliche Demokratie in der FDP zu erneuern. Wir vertrauen dem Einzelnen und wollen ihn groß machen. Also fangen wir in unserer eigenen innerparteilichen Arbeit damit an. Unsere Generalsekretärin Nicola Beer hat sich mit großem Fleiß und mit der ihr eigenen Leidenschaft dieser Schlüsselaufgabe gewidmet. Wir haben begonnen, eine Themenagenda für die Bundesfachausschüsse zu formulieren, um sie in die aktuelle Arbeit stärker mit einzubeziehen. Wir haben neue Veranstaltungsformate entwickelt, die vom Frontalunterricht stärker in die Einbeziehung der Mitglieder gewechselt haben. Und wir haben dreimal inzwischen bei Umfragen unter unseren Mitgliedern zu den politischen Inhalten, konkreten Projekten und zu den Formen der innerparteilichen Arbeit die Parteibasis Zehntausende unserer Mitglieder mit einbezogen. Deshalb können wir morgen einen Leitantrag beraten, liebe Freunde, der schon bereits bevor er den Bundesparteitag erreicht, in seinen Kernforderungen
mit Tausenden unserer Parteifreundinnen und Parteifreunde rückgekoppelt worden ist. Damit beschreiben wir einen eigenen Weg zwischen dem Chaos der Piratenpartei und der AfD, die sich ja zukünftig nach dem Führerprinzip organisieren will, weil wir wissen, eine Partei ist stark, wenn sie Führung und Basis nicht gegeneinander arbeiten, sondern wenn Führung und Parteibasis miteinander an den programmatischen Fragen arbeiten und sie entwickeln. Seit Dezember 2013 haben wir im Präsidium intensiv über die Gründe für unsere Niederlage, über unsere Werte, über die Erwartungen an eine liberale Partei gesprochen. Ganz offen, ohne jede taktische Reserve. Wolfgang Kubicki hat die Runde mit seiner zuspitzenden und pointierten Art immer vor zu schnellen Entscheidungen und Festlegungen gewarnt. Wir haben alle von seiner jahrzehntelangen parlamentarischen Erfahrung profitiert. Er hat eigentlich im Beruf und in der Politik so gut wie alles erreicht und trotzdem ist er rastlos für die Freien Demokraten unterwegs. Lieber Wolfgang, ich glaube, du siehst inzwischen den Schwarzwald öfter als die Kieler Förde. Wo Wolfgang Kubicki ist, da ist im Wahlkampf vorne. Aus Bremen erzählt man sich die Anekdote, dass jetzt dieser Tage im Straßenwahlkampf Wolfgang aktiv war und dann sah er einen Bus voll mit Damen. Was für eine Gelegenheit, ein Publikum, das nicht weglaufen kann. Also, er sprintet und er argumentiert gegenüber diesen Damen und am Ende seiner intensiven, leidenschaftlichen, werbenden politischen Ausführungen müssen ihm die Damen aus Niedersachsen leider beibringen, dass sie in Bremen nicht wahlberechtigt sind. Wir haben daraus gelernt. Wir haben daraus gelernt, demnächst schicken wir Wolfgang nicht mehr ins Land, sondern lieber die Busse zu dir nach Kiel, lieber Wolfgang. Liebe Freunde, der 13. März 2016 wird ein Meilenstein unseres Wiederaufstiegs sein. Das wussten wir von Beginn unserer politischen Arbeit an der Erneuerung an. Deshalb hat das Wort von Michael Theurer und Dr. Volker Wissing den Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Präsidium auch besonderes Gewicht. Michael Theurer ist es gegeben, die Gesamt- und Globalperspektive eines Europaparlamentariers zu verbinden, wie er selbst sagt, der Graswurzelperspektive eines ehemaligen Horber-Oberbürgermeisters. Und ihm wird selbst dabei nicht schwindelig. Das hat Würze in unsere Debatten gebracht. Die Finanzpolitik ist für die FDP unverändert ein Schwerpunktthema, das im Präsidium Volker Wissing vertritt. Volker arbeitet im Ehrenamt als Landesvorsitzender und als unser Chef-Finanzpolitiker. Beides mit atemberaubendem Einsatz und Substanz zu allen aktuellen Fragen voll im Film. Als Ehrenamtler kann man davor nur den Hut ziehen, lieber Volker. Marie-Agnes Strack-Zimmermann kam im Dezember 2013 als Kommunalpolitikerin ganz neu in das Präsidium der FDP. Wir müssen neuen Persönlichkeiten eine Chance zur Entfaltung geben. Das ist unverändert meine Überzeugung und mein Plan. Es tut, liebe Freunde,
Es tut unseren Beratungen gut, wenn sie geerdet sind durch die Praxisperspektive aktiver kommunaler Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Das sichert die Bodenhaftung unserer Arbeit, wie zum Beispiel zuletzt in der Debatte über die Flüchtlingspolitik. Da hat Frau Strack-Zimmermann sogar eine Demonstration vor dem Bundesfinanzministerium organisiert und so lange dort ausgeharrt, bis sich einer der Verantwortlichen gezeigt hat. Liebe Freunde, das beweist eins: Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat einen langen Atem und nicht nur einen langen Namen. Uwe Barth kann aus familiären Gründen heute nicht hier sein. Er kandidiert nicht, weil er seinen Schwerpunkt jetzt auf Beruf und Familie legen will. Deshalb danken wir Ihnen von hier für seine Mitarbeit. Auf Wiedersehen beim nächsten Bundesparteitag, lieber Uwe Barth. Mich schmerzt persönlich sehr, dass wir momentan in keinem ostdeutschen Landesparlament vertreten sind. Ein Teil meiner Familie wohnt in Cottbus. Ausgerechnet dort, wo die Menschen vor 25 Jahren für ihre Freiheit auf die Straßen gegangen sind, findet sich in den Parlamenten heute keine Stimme der Freiheit. Jene, die die Menschen vor 25 Jahren dort vertrieben haben von der Macht, stellen jetzt einen Ministerpräsidenten. Weil wir jahrzehntelang für die deutsche Einheit gekämpft haben, werden wir unseren Anspruch, gesamtdeutsche Partei zu sein, nicht sinken lassen, sondern für diesen Anspruch kämpfen. Lieber Frank Sitter, in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr das erste Mal wieder. Der Stuhl der sächsischen FDP im Bundesvorstand war leider seit einigen Monaten verwaist. Wir haben die sächsischen Freunde in unserer Mitte vermisst. Ich freue mich daher umso mehr, dass Holger Zastrow erklärt hat, dass er heute wieder für das Präsidium kandidieren will. Die FDP, liebe Freunde, die FDP ist eine Partei voller Individualisten, mit eigenen Vorstellungen, eigenen Ideen, unterschiedlichem, ganz individuellen Temperament. Diese Vielfalt der freien Demokraten, das ist keine Schwäche. Die Vielfalt ist unsere Stärke. Eines aber haben wir gelernt. Wer versucht, alleine zu arbeiten, da haben wir keinen Erfolg. Nur wenn wir zusammenhalten, dann sind wir stark. Willkommen zurück, Holger. Willkommen zurück, liebe sächsische Freunde. Das Präsidium wäre nicht komplett ohne Christian Dürr, der für die Verzahnung mit den Landtagsfraktionen sorgt, und Alexander Graf Lambsdorff als unsere Brücke in das Europäische Parlament und die Welt. Ihr seid zwar nicht vom Bundesparteitag gewählt worden, sondern nur ins Präsidium kooptiert. Man hat es eurem Engagement aber niemals angemerkt. Herzlichen Dank dafür. Liebe Freunde, gemeinsam haben wir anderthalb Jahre zusammengearbeitet. Das Klima in diesem Präsidium, und ich beziehe den ganzen Bundesvorstand mit ein, war von Vertrauen, von Humor und von Teamwork geprägt, so wie ich es in einem politischen Führungsgremium noch nicht kannte. Ich bin aus der Vergangenheit belehrt. Die Führung einer Partei lebt von Vielfalt. Sie lebt von lebendigen Debatten. Aber für eine Partei ist der unversöhnlich feindlich ausgetragene Konflikt der Tod. Und deshalb will ich nie wieder in diese Zeiten zurück.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es war mir, ich will das hier vor dem Bundesparteitag sagen, eine Ehre und Freude, zugleich mit euch zusammenzuarbeiten. Und deshalb will ich euch herzlich danken. Und ich will sagen, ich würde gerne so mit euch weitermachen. Im vergangenen Jahr haben wir uns in einem breit angelegten Prozess unserer Grundwerte versichert. Es gab Ratschläge. Wir müssten so werden wie 1969. Andere haben uns empfohlen, wir sollten uns einem Wettbewerb stellen um die angeblich freie Stelle rechts der Union. Diese Ratschläge haben wir ausdrücklich nicht angenommen. Wir sind nicht einen Zentimeter. Liebe Freunde, wir sind nicht einen Zentimeter den Euro-Hassern nachgelaufen. Wir haben früher als andere den ressentimentgeladenen Charakter der Pegida-Bewegung erkannt. Wir haben unsere staatspolitische Verantwortung nicht dem kurzfristigen Putin-Verständnis geopfert. Ich bin stolz auf diese freie Demokraten, die auch in der dunkelsten Stunde ihrer Geschichte nie ihre innere Liberalität einem raschen Applaus geopfert haben. Und das ist der Grund auch, warum wir den Wiederaufstieg schaffen werden. Die Parteitagsregie hat den Bundesvorsitzenden streng angehalten, sich an die Choreografie zu halten, am Freitag noch keine politisch-programmatische Rede im Einzelnen zu halten. Der Bundesvorsitzende ist folgsam weitgehend. Deshalb ist mir gestattet, zumindest zu einem inhaltlichen Punkt, der mich umtreibt, hier zu sprechen, liebe Freunde. Denn ich habe die Sorge, dass in Europa die Fliehkräfte zunehmen. Großbritannien dringt nach der Unterhauswahl auf Vertragsänderungen in Europa und ein Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union steht bevor. Großbritannien ist kein und war nie ein unkompliziertes Mitglied der Europäischen Union. I want my money back, hat Maggie Thatcher einmal gesagt. Die Briten sind skeptisch beim Zentralismus. Sie lieben ihre Freiheit, sie schätzen die Privatautonomie, das private Eigentum, Individualismus und Marktwirtschaft. Ohne Großbritannien würden sich die Achsen in der Europäischen Union weiter von Freiheit und Marktwirtschaft hin zu bürokratischem Interventionalismus verschieben. Und deshalb muss es ein deutsches Kernanliegen sein, die Briten in der EU zu halten. Ich bin für einen offenen Dialog mit der britischen Regierung. Sie darf nicht dämonisiert oder isoliert werden. Ja, die Zeit ist gekommen, auch über die Architektur des Vereinigten Europas neu zu sprechen. Nicht alle Kritikpunkte aus London sind unbegründet. Europa wird nicht schwächer, wenn bestimmte Fragen wieder zurückgegeben werden in die Hand der nationalen Parlamente, damit sich Europa umso mehr um die großen Aufgaben kümmern kann. Eine rote Linie aber muss es geben, weil auch die Grundfreiheiten in Europa jetzt infrage gestellt werden, die Freizügigkeit in Europa. Für mich ist das die größte Errungenschaft der europäischen Integration. Der Binnenmarkt mit seiner Freizügigkeit, das europäische Projekt im Alltag, lebt nicht von bürokratischen Vorgaben aus Brüssel. Das europäische Projekt ist vital,
weil im Alltag Menschen bei der Wahl des Studienplatzes, des Arbeitsplatzes, beim Wirtschaften, beim Handeln ohne Grenzen erleben, dass dieses Europa ihnen im Alltag neue Möglichkeiten eröffnet. Hans-Dietrich Genscher hat für diesen europäischen Binnenmarkt gestritten. Er hat ihn als Pionier vorausgesehen und dann mit Delors später umgesetzt. Er bedeutet einen Kontinent als Raum ohne Grenzen. Wenn wir uns das nehmen lassen, verliert die Europäische Union das, was sie zu einem Zivilisationsprojekt gemacht hat. Deshalb bestehen wir darauf und bei allem Respekt vor Martin Schulz, für sein Engagement für den europäischen Binnenmarkt hätte Hans-Dietrich Genscher längst den Europäischen Paulspreis verdient gehabt. Und 2012 haben wir als Freie Demokraten Europa zusammengehalten. Kurz nach der Lehman-Krise drohte der politische und ökonomische Zusammenbruch. Aber schon damals haben manche Alternative von einem Nord- und einem Südeuro gesprochen. Deutschland und Frankreich wären nicht mehr in derselben Währungszone gewesen. Heute muss sich Europa, heute muss sich die Herrschaft des Rechts gegen eine neoimperiale Politik von Wladimir Putin behaupten. Wo stünden wir? Wir hätten zugelassen, dass es wieder zu neuen Rivalitäten in Europa kommt. Wo stünden wir, wenn wir zugelassen hätten, dass Europa wieder in viele Teile zerfällt? Diejenigen, die seinerzeit leichtfertig das Scheitern des europäischen Projekts in Kauf genommen hätten, schon 5 Jahre später hat sie die Geschichte als verantwortungslos entlarvt. Und manche hatten ja gesagt, wenn ihr euch in der Euro-Frage anders positioniert hättet, ihr wäret noch im Bundestag. Ich glaube daran nicht. Und selbst wenn eine Politik, die gut für die FDP, aber schlecht für Deutschland und Europa ist, war nie und wird nie eine Option für diese Freie Demokratische Partei sein. Wir haben uns, liebe Freunde, wir haben damals richtig entschieden für eine Strategie Hilfe gegen Reformen. Erste Erfolge haben sich ja zwischenzeitlich auch eingestellt, bei Portugal beispielsweise. Deshalb muss diese Strategie Solidarität ja, aber streng gebunden an marktwirtschaftliche Reformen, deshalb muss diese Strategie konsequent fortgesetzt werden, auch und gerade im Fall von Griechenland. In Griechenland selbst waren erste Erfolge ja erreicht worden. Die Regierung Tsipras hat sie leichtfertig verspielt. Er hat seinem Volk unerfüllbare Versprechungen gemacht, die er jetzt von Europa bezahlen lassen will. Laufende Verpflichtungen werden aus Notfallfonds beglichen, die eigentlich für zum Beispiel Flutkatastrophen vorgesehen sind. Eine solche Politik ist nicht auf Nachhaltigkeit angelegt. Wir können nur auf Einsicht in Athen hoffen. Wenn die griechische Regierung sich aber weiter aus der Verantwortung stehlen will und sich ihren Reformzusagen verweigert, dann verabschiedet sie sich selbst aus dem Euro. Gefährlicher als das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro ist heute im Jahr 2015 das Verbleiben Griechenlands im Euro unter den falschen Bedingungen, weil das ein Konjunkturprogramm für alle Linkspopulisten in Europa wäre.
Deren Programme ähneln sich. Verstaatlichung, Umverteilung, Abschottung von Märkten, Globalisierungskritik. Die gleiche Melodie, liebe Freundinnen und Freunde, die hört man auch aus Südamerika. Und das ist kein Zufall. Der Podemos-Gründer in Spanien hat ja schließlich auch Hugo Chávez in Venezuela beraten. Die Ergebnisse der Politik, deren politischer Vorstellungen kann man dort in der Praxis beobachten. Aus Basisdemokratie wurden autoritäre Regime. Die Menschen stöhnen unter Hyperinflation und sind der Verelendung schutzlos ausgeliefert. Wenn wir auf marktwirtschaftlichen Reformen bestehen, dann nicht aus Herzlosigkeit oder mangelnder Solidarität, sondern weil man die Menschen vor ihren falschen Wohltätern beschützen muss, liebe Freundinnen und Freunde. Europa hat selbst diesen Weg der marktwirtschaftlichen Erneuerung verlassen. Und das Fanal war hier in Deutschland die Rente mit 63. Was für ein Signal nach Europa, wenn Deutschland aus kurzfristigen Überlegungen seine eigenen Grundüberzeugungen verrät. Überall in Europa ist seit dem Herbst 2013 die Reformpolitik zum Erliegen gekommen. In die Bresche ist die Europäische Zentralbank gesprungen. Sie hat mit niedrigen Zinsen und einem umfängigen Anleiheankaufprogramm Zeit gekauft für Reformpolitik. Über den Zins für Staatsanleihen kann man heute in Europa aber solide und unsolide wirtschaftende Regierungen nicht mehr unterscheiden. Der niedrige Außenwert des Euro und die niedrigen Zinsen, sie täuschen uns auch in Deutschland eine Wettbewerbsfähigkeit vor, die in Wahrheit auf Dauer nicht besteht. Deshalb kann diese Notenbankpolitik auf Dauer nicht fortgesetzt werden. Bei allem Respekt, liebe Freunde, bei allem Respekt vor der Unabhängigkeit unserer Notenbank. Die EZB muss Regierungen und Märkte darauf vorbereiten, dass dieses Zinsniveau auf Dauer nicht zu halten ist, und sie muss ihr Billionen-Anleihe-Ankaufprogramm aussetzen. Nicht, weil es nicht erfolgreich wäre, sondern weil es zu erfolgreich ist. Die Lirafizierung des Euro muss gestoppt werden, damit die Reformpolitik fortgesetzt werden kann. Man mag die Europäische Zentralbank in ihren Einzelentscheidungen kritisch sehen, aber eins will ich hier auch sagen. Den Protest, den man in Frankfurt bei der Eröffnung der neuen EZB-Zentrale beobachten konnte, möchte ich in Deutschland nie wieder sehen. Marodierende Banden, die durch die Straßen ziehen und Fensterscheiben einschlagen und das Eigentum, die Autos von unbeteiligten Bürgern zerstören. Das ist doch kein politisches Statement. Man kann sich ja nur wundern, wie auf diesen Ausbruch an Gewalt reagiert worden ist. Verständnis von den Grünen. Gregor Gysi, der sagt, na ja, also, da müsse man schon differenzieren, ob es Gewalt von links oder Gewalt von rechts sei. Denn Gewalt von links richte sich ja gegen Starke und Gewalt von rechts gegen Schwache. Und deshalb sei Gewalt von links ja nicht so schlimm, liebe Freunde. Es ist doch völlig gleichgültig, ob ich von einem Stein getroffen werde, der von links oder von rechts geworfen wird. Beides muss unterbleiben in einer demokratischen Gesellschaft. Liebe Freunde, in Hamburg haben wir uns mit unserem erneuerten politischen Profil erstmals zu einer Wahl aufgestellt.
In Inhalten und im Stil waren das erstmals die Freien Demokraten. Bildung als Bürgerrecht, wirtschaftliche Vernunft, ein neuer Aufbruchgeist, marktwirtschaftliche Vernunft als ein Versprechen, dass eine Gesellschaft ihre Zukunft in die Hand nehmen kann. Katja Suding hat all das in einem sehr schwierigen Umfeld glaubwürdig und mit Substanz ausgestrahlt. Katja, du bist die Eisbrecherin der Freien Demokraten, und das werden wir dir niemals vergessen. Im Dezember, wer sich erinnert, im Dezember 2013 stand ja hier noch eine Frage im Raum. Machete oder Florett? Hamburg hat uns gezeigt, dass es einen dritten, besseren Weg gibt, nämlich in einem Wahlkampf nicht gegen etwas zu stehen, sondern für etwas zu werben, nämlich für den Mut zum Optimismus und die Verliebtheit ins Gelingen. Den Weg werden wir deshalb jetzt weiter fortsetzen. Hamburg war... Hamburg war der erste Landesverband, der das Angebot der Bundespartei angenommen hat, gemeinsam in diese Herausforderung zu gehen. Wir haben freundschaftlich gemeinsam den Wahlkampf konzipiert und, wo wir konnten, Katja Suding und ihr Team unterstützt. Viele Mitglieder des Präsidiums und des Bundesvorstands haben sich eingeschaltet in den Wahlkampf. Viele hundert Mitglieder unserer Partei sind nach Hamburg gereist, um dort für freisinnige Politik zu demonstrieren. In Hamburg hat Katja Suding einen großartigen Erfolg für sich persönlich erzielt. Die Bürgerschaft ist jetzt bereichert durch eine starke liberale Fraktion. Aber in Hamburg hat nicht nur Katja Suding, in Hamburg haben nicht nur die Freunde aus der Hansestadt gewonnen, in Hamburg haben alle Freie Demokraten in Deutschland gewonnen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb lasst uns diese Gemeinsamkeit weiter behalten und vertiefen. Am letzten Wochenende nun haben wir uns von ganzem Herzen mit Bremen gefreut, dass Lenke Steiner auch dort einen Erfolg hatte. Wer hätte außer uns an diesen Erfolg geglaubt? Keiner. Er ist der Beweis, dass Hamburg eben kein Zufallsereignis war, sondern dass die Menschen bereit sind, uns Freien Demokraten eine neue Chance einzuräumen. Lenke, herzlichen Dank dafür, dass du in Bremen und Bremerhaven für uns als Quereinsteigerin kandidiert hast. Ja. Ja, Lenke Steiner ist eine Quereinsteigerin in die Politik. Und das ist uns im Wahlkampf dort öfter begegnet, mit so einem etwas anderen Züpsen. Ja, die FDP in ihrer Not, jetzt muss sie schon von außen Persönlichkeiten aufstellen, die zum Zeitpunkt der Wahl noch nicht einmal ein Parteibuch haben. Ja, was ist das denn für eine Partei? Das, liebe Freundinnen und Freunde, unterscheidet uns von den anderen. Wir betrachten es als ein Privileg, dass Menschen von außerhalb Partei für die Freiheit ergreifen. Denn die Politik muss ihr Silo-Denken überwinden und eher noch mehr Menschen einladen, für ihre politischen Werte zu streiten. Deshalb an alle freiheitsliebenden Menschen in der Republik. Hier bei uns seid ihr willkommen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Freien Demokraten auch stark zu machen. Übrigens, der Spitzenkandidat jener Alternative für Deutschland
hat Lenke ja vorgeworfen, sie sei eine Lobbyistin für den Mittelstand. So, so. So, so. Für die Rechtspopulisten ist Mittelstandspolitik also Lobbyismus. Für uns ist Mittelstandspolitik das Beste, was man tun kann, um die nachhaltige Innovationskraft unseres Landes zu steigern und um Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. Deshalb sind wir stolz, eine weitere starke Stimme dafür in unseren Reihen zu haben. Unsere Partei und auch die beiden vergangenen Wahlkämpfe wären nicht möglich gewesen ohne Mitglieder, die ohne Bezahlung und dafür mit viel Enthusiasmus für unsere Werte arbeiten. Und ich will stellvertretend für sehr viele einen hervorheben. Er ist mit mir vor 15 Jahren erstmals in den Landtag von Nordrhein-Westfalen eingezogen. Er hat dann hohe Staatsämter übernommen und als Staatssekretär im Innenministerium gedient, dort Gesetzentwürfe verantwortet und eine der größten Behörden unseres Landes geleitet. 2010 ist er dann an die Parteibasis zurückgekehrt. Karl-Peter Brendel hat erst in Hamburg und dann in Bremen über viele Wochen ohne Honorar dafür mit Humor die Landesgeschäftsstellen bei der organisatorischen Basisarbeit verstärkt. Als Mutmacher, als Anpacker, als Ratgeber. Als Ratgeber, Anpacker, Mutmacher. Einer, Peter Brendel, ist einer, der nicht nur gute Ratschläge hat, sondern der zur Not auch schon mal den Glühwein in der Kaffeetasse, in der Mikrowelle erwärmt, wenn es dem Wahlkampferfolg dient. Lieber Peter, für dich ist einmal der Ehrentitel Parteisoldat erfunden worden. Wir alle, die wir in der Spitze der Freien Demokraten Verantwortung tragen, wir stehen auf deinen Schultern und auf den Schultern der vielen, die im Ehrenamt unsere Partei tragen. Eure Überzeugung ist unsere Stärke. Vielen Dank. Liebe Freunde, diesen Weg, den ich beschrieben habe, ihn wollen wir weitergehen. Noch entschiedener. Deshalb haben sich Präsidium und Bundesvorstand entschlossen, diesem Bundesparteitag einen Vorschlag zur Änderung unserer Satzung vorzulegen. Wir wollen auch die kommenden Wahlen gemeinsam gestalten, so wie Hamburg und Bremen. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir die Möglichkeiten aller freien Demokraten in Deutschland mobilisieren? Ich bin sicher, unsere Stärke wächst mit unserer Gemeinsamkeit. Das hat das Jahr 2015 bewiesen. Bei dieser Satzungsänderung geht es also nicht nur um finanzielle Fragen, um finanzielle Organisationsfragen unserer Partei. Wenn wir hier dieses Signal senden, dass wir gemeinsam die Wahlen bis zum Jahr 2017 gestalten wollen, dass wir einen Investitionsfonds bilden werden, um die Wahlkämpfe in den Ländern zu unterstützen,
dann stärkt das nicht nur unsere Traktion in den Ländern. Wenn wir uns in unserer Geschichte zum ersten Mal auf eine solche gemeinsame Kraftanstrengung verständigen an diesem Freitag, dann wäre das ein unübersehbares Signal in die ganze Republik, dass sich alle freien Demokraten jetzt wie eine Frau und wie ein Mann hinter dem Ziel versammelt haben, der Stimme der Freiheit in Deutschland wieder Gewicht zu verleihen. Uns fordern jetzt wieder neue Aufgaben und Herausforderungen. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt. Das sind die nächsten Meilensteine, die wir nehmen wollen auf unserem Weg zurück ins Zentrum auch der parlamentarischen Auseinandersetzung hier in Berlin. Mancher Widerstand wird uns noch begegnen. Geben wir uns bitte keiner Illusion hin. Mit jedem weiteren Erfolg, den wir uns erkämpfen, wachsen die Widerstände. Denn wenn die FDP tatsächlich ein Comeback erreicht, verändert das wieder die Machtarithmetik in Deutschland. Unsere politischen Gegner, die uns jetzt über einige Monate ignoriert haben, werden uns dann wieder ins Visier nehmen. Ich bin sicher, es kommen Angriffe. Wir können noch nicht wissen, wogegen oder gegen wen. Deshalb will ich bekräftigen, was ich im Dezember 2013 gesagt habe. Wer einen von uns freien Demokraten angreift, der bekommt es mit allen freien Demokraten zu tun, denn wir lassen uns nicht mehr auseinanderdividieren. Wir haben, liebe Freunde, unsere Ziele längst noch nicht erreicht. Der längste, schwierigste Teil der Wegstrecke liegt überhaupt sogar noch vor uns. Aber wir haben unsere Organisation konsolidiert. Wir haben den starken Grund, warum es freie Demokraten braucht, wieder freigelegt. Wir haben einen neuen Auftritt, einen neuen Stil erarbeitet. Wir haben eine erste Stabilität erreicht in diesem Jahr. Liebe Freunde, die Richtung stimmt. Lasst uns mit diesem Parteitag nicht die Richtung ändern, sondern nur das Tempo erhöhen. Vielen Dank und einen erfolgreichen Parteitag uns allen.